Aber das ist das, diese große Wachstumsbranche, wo unglaublich viel verdient. London, der Großraum London, hat über den Finanzplatz London einen Beitrag zum britischen Bruttosozialprodukt von ungefähr 25%. Das ist heute eine große Industrie. Das war bei Delaware Roosevelt in den 30er Jahren was anderes. Dort hat man auch noch kein Fernsehen gehabt und das fing gerade erst an. Die Welt war vor 80 Jahren eine sehr andere. Da gibt es aber heute auch Hedgefonds und Private Equity. Das kannte Franklin Delano Roosevelt nicht. Und die werden finanziert, und zwar in Summen, das ist fast völlig anders. Die sind aber die großen Investoren, die treiben die Wirtschaft, und wenn die uns kein Geld geben, wenn die kein Geld investieren, dann geht die Wirtschaft kaputt. Wenn staatliches Geld nicht mehr fließt, wenn es den Zentralbanken mit ihrem Gelddrucken nicht mehr gelingt, das Vertrauen der Märkte wiederzugewinnen, gibt es nur mehr eine Lösung, um das bankrotte Finanzsystem zu retten. Auf das Geld in euren Bankkonten direkt zuzugreifen. Das ist übertrieben, so weit werden sie nicht gehen, hören sie auf, die Leute zu erschrecken, werden einige zu mir sagen. Rassurez-vous. Natürlich reden Politiker und Bankiers nur von der Einführung eines Mechanismus zur Abwicklung der Banken. Sei es die Bankenreform von Pierre Moscovici, von der Assemblée Nationale und dem Senat, oder das Dodd-Frank-Gesetz, das am 21. Juli 2010 in den USA verabschiedet wurde, der EU-Richtlinienentwurf von Barnier oder die laufende Diskussion bei der EU-Kommission und im Europaparlament. Das Prinzip ist immer das gleiche. Wenn eine Bank von Insolvenz bedroht ist, verwendet man die Eigenressourcen der Bank, um sie über Wasser zu halten. Das heißt Bail-in im Gegensatz zum Bail-out, der Rettung durch den Staat. Dabei werden die Aktionäre, die Inhaber der Bankanleihen und alle, die ungesicherte Einlagen haben, das heißt Einlagen über 100.000 Euro, zur Kasse gebeten. Aber keine Sorge, das Europaparlament behauptet, Steuerzahler und Sparer werden nur als letztes Mittel herangezogen. Das ist sehr beruhigend, nicht wahr? Statt öffentliche Gelder zu verwenden, müssen die Aktionäre und die Reichen bezahlen, wie in Zypern. Damit kann man unsere Abgeordneten überzeugen, diesen Mechanismus zu legalisieren, auch wenn sie dabei das Wichtigste übersehen. Das hat natürlich seinen Preis. Man mag denken, nur reiche Leute haben mehr als 100.000 Euro auf ihren Konten. Aber wie viel ist auf dem Konto eines mittelständischen Unternehmens? Wie viel Sparguthaben hat der normale Bürger sein Leben lang angesammelt? Was wird aus den unversicherten Sparprodukten wie offenen Investmentfonds? Die können auch konfisziert werden, egal wie viel darin ist. Vor allem die Logik des Bail-in zu akzeptieren, heißt, einen Grundpfeiler unserer Verfassung zu vernichten. Das Recht auf Eigentum und das Recht darauf, die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Deshalb wird dieses Abwicklungsmodell das nur noch geringe Vertrauen in das europäische System vernichten. Bisher gehört das Geld, das Sie auf Ihrem Bankkonto einzahlen, Ihnen. Mit dem Bankenabwicklungsmechanismus sind Ihre Einzahlungen, egal welcher Betrag, als geliehenes Geld an die Bank betrachtet. Deshalb werden Sie auch ein Gläubiger der Bank. Devenez donc, vous aussi, un de ses créanciers. Mais l'on peut se dire. Wenigstens denkt man sich, werden die kleinen Einlagen durch Einlagegarantiefonds versichert bleiben. Nun, auf dem Papier. In Wahrheit, im Falle Frankreichs, verfügt dieser Fonds über 2 Milliarden Euro, um damit Einlagen in der Höhe von 1.776 Milliarden Euro abzudecken. Außerdem beabsichtigt nun das Moscovici-Gesetz, wie auch Dodd-Frank in den USA, den Garantiefonds und den Abwicklungsfonds zusammenzuführen, was bedeutet, dass diese 2 Milliarden auch verwendet werden können, um die Banken zu retten. Sie haben es schon verstanden. Dieser Abwicklungsmechanismus öffnet die Tür zu einer massiven Plünderung der Bankeneinlagen. Sie hat in Europa auch schon begonnen, und zwar mit der Beihilfe unserer Politiker. In Zypern wurde das Bail-in angewandt, um die zweitgrößte Bank des Landes, Laiki, in Konkurs gehen zu lassen und die größte Bank, Bank of Cyprus, wieder zu beleben. Die Troika war bereit, auf alle Einlagen zuzugreifen, auch die unter 100.000 Euro. Aber durch die Ablehnung des Parlaments musste sie sich mit den unversicherten Einlagen zufrieden geben. Das Ergebnis ist verheerend.
Laut einem IWF-Bericht verschwanden durch dieses Bail-in 70% des Einlagenmarktes. Die russischen Oligarchen, die wiederholt in der Presse erwähnt wurden, waren vorher informiert worden und die Mehrheit hatte ihr Geld rechtzeitig abgezogen. Die zypriotischen Bürger und Unternehmen waren am schwersten betroffen. Lebensmittelläden, Supermärkte, Restaurants, Baufirmen mussten aufgeben oder Arbeitskräfte entlassen. Ein Artikel in Le Figaro zum Beispiel erwähnt den Fall von Kara Lombos. Ein Schafzüchter sagte, unser Verein von 239 Züchtern hat 7 Millionen Euro in die Laiki eingezahlt. Wir haben alles verloren. In Spanien hat der Preferentes-Betrug schon mehr als 1 Million spanischer Familien beraubt. Im Dezember 2010 wird die spanische Bank Bankia im Rahmen der Restrukturierung 7 regionaler Sparkassen gebildet, die durch die Immobilienkrise belastet waren. Die Troika zwingt dann die spanischen Banken, einen Teil der Kundeneinlagen in Aktien umzutauschen, um ihr Kapital zu erhöhen und den Eindruck zu erwecken, sie könnten die Stresstests überstehen. Im Juli 2011 werden 200.000 Sparer gedrängt, ihr Sparguthaben in Vorzugsaktien, sogenannte Preferentes, umzutauschen, die als sichere Anlage verkauft werden. Am 11. Mai 2012 ordnet die Troika eine 38-prozentige Abwertung dieser Aktien an und ihr Börsenkurs wird für ein Jahr lang ausgesetzt. Als am 21. Mai 2013 die institutionellen Anleger ihre Aktien wieder verkaufen dürfen, liegt der Preis bei 1,35 Euro, wie von den Behörden versprochen. Eine Woche danach, als die kleinen Anleger ihre Aktien verkaufen dürfen, liegt der Preis bei nur 57 Cent. Le prix s'est effondré à 0,57 Euro. Seit Juli 2011 sind es insgesamt 11,5 Milliarden Euro Ersparnisse, die in dieser Weise geraubt wurden, um die Bank zu rekapitalisieren, sprich durchschnittlich 57.500 Euro pro Person. Ganz zu schweigen von den Sparern bei anderen Banken, die denselben Betrug erlitten. Seit der Subprime-Krise haben die europäischen und amerikanischen Megabanken immer weiter die größte spekulative Blase der Geschichte aufgepumpt. Die Gesamtsumme der Finanzwetten weltweit, verschiedenen Einschätzungen zufolge, beläuft sich auf 1.600 Billionen Dollar. Zum Vergleich, das weltweite Bruttoinlandsprodukt liegt bei ungefähr 70.000 Milliarden. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich rechnet mit insgesamt 700 Billionen Dollar an Derivatkontrakten. Diese ursprünglich als eine Art Versicherung konzipierten Produkte wurden von den Finanziers in spekulative Werkzeuge umgewandelt, mit denen man auf jedes und alles wetten kann. Einen Warenpreis, einen Börsenkurs, den Wechselkurs zwischen zwei Devisen, einen Finanzindex, Zinsraten oder die Wahrscheinlichkeit einer Naturkatastrophe. Am Ende kann man mehrmals seinen Spieleinsatz gewinnen oder verlieren. Um sich gegen einen potenziellen Verlust abzusichern, muss man neue Derivate auf der Grundlage der ersten schaffen und so weiter. Wissen Sie, was geflüstert wird in der Finanzwelt? Derivate sind eigentlich wertlos. Aber pssst. Das große Problem der Beschützer der City und der Wall Street sind die 28 systemrelevanten Banken. Diese Too-Big-to-Fail-Kolosse haben sich so tief verschuldet, um spekulieren zu können und Derivatprodukte aufzulegen, dass die geringste Erschütterung zu einer kettenreaktionsartigen Auflösung des gesamten Systems führen kann. Da das von Zentralbanken und Regierungen bereitgestellte Geld nicht ausreicht, um die Banken über Wasser zu halten, sieht dieser Abwicklungsmechanismus einen organisierten Bankrott vor. Während das Europaparlament bereit ist, zuzulassen, auf die Einlagen zurückzugreifen, sieht es hingegen vor, die Mehrheit der Finanzprodukte mit hohem Risiko aus dem Insolvenzverfahren auszuschließen, insbesondere die berüchtigten Derivate. Spielt vielleicht das Lobbying der International Swaps and Derivatives Association hier eine Rolle? Diese Vereinigung vertritt das Interesse der Derivatbesitzer und hat bereits den US-Kongress dazu gebracht, Derivate im Bankenabwicklungsgesetz zu schützen. Sie haben sicherlich schon verstanden, die Bankenabwicklung heißt, die Einlagen zu opfern, sowie auch die für die Bevölkerung wichtigsten Dienstleistungen der Banken, um die Kontrolle der Finanzwelt über die Wirtschaft und die Gesellschaft zu erhalten. Was ist daran anders im Vergleich zu den 2008 unter Krisenbedingungen durchgeführten Rettungsaktionen?
Heute richtet man ein massives Plünderungssystem ein, das von einer Handvoll Finanzexperten geplant, organisiert und kontrolliert wird. Und diese Finanzexperten unterliegen gegenüber den Bürgern keinerlei Rechenschaftspflicht. Wer würde es wagen, so weit zu gehen? Die Mitschuld unserer Politiker ist Verrat. Allerdings sind nicht sie es, die dieses Bankenabwicklungsmodell entwarfen. Die Gesetzesentwürfe vor den jeweiligen Parlamenten sind nur die Ausgestaltungen der Vorschläge des Finanzstabilitätsrats. Diese internationale Finanzinstitution wurde 2009 während des G20-Gipfels in London geschaffen. Als Chef wurde Mario Draghi, der ehemalige Direktor von Goldman Sachs Europe und jetziger Chef der Europäischen Zentralbank, ausgewählt. Sein Team fing dann an, ein internationales Bankenabwicklungssystem zu erarbeiten. Die Idee ist einfach: Die Bankensysteme aller Länder unter die Aufsicht einer von Finanztechnokraten geführten supranationalen Einrichtung zu stellen, eben jenen Finanzstabilitätsrat. Er soll die nationalen Behörden koordinieren, die ebenfalls aus Technokraten zusammengesetzt und befähigt sind, sehr schnell zu intervenieren, um das Bail-in der bankrotten Banken durchzuführen. Sie werden langwierige politische Diskussionen umgehen und die Entscheidungen treffen, wer für die Rettung der Banken bezahlen muss, um die internationale Finanzstabilität zu erhalten. In der Praxis ist der Finanzstabilitätsrat nur ein Anhang der BIZ. Diese Privatbank, die sich die Zentralbank der Zentralbanken nennt, hat eine bewegte Vergangenheit. Auf eine Initiative von Hjalmar Schacht und Montague Norman wurde sie 1930 gegründet. Hjalmar Schacht war seit 1923 Präsident der Reichsbank und später Wirtschaftsminister unter Hitler. Montague Norman, ein Mitglied des englischen Kronrats, organisierte die Finanzierung der Hitlerpartei durch die Bank of England, deren Direktor er war. Warum wurde die BEZ geschaffen? Um die Verhandlungen über Deutschlands Kriegsschulden aus den Händen der Politiker in die Hände von Experten zu übergeben, die vollkommene rechtliche Immunität genossen und von keinem nationalen Parlament belangt werden konnten. Die BIZ koordinierte die Durchführung des Young-Planes in Deutschland, ein echtes nationales Bail-in, wobei fast das gesamte Guthaben der Deutschen herangezogen wurde, um die Schulden zu begleichen. Bald scheiterte der Young-Plan und Teile der Schulden mussten 1931 und 32 abgeschrieben werden. In der Zwischenzeit hatten leider viele in die Armut getriebene und von dieser Behandlung abgestoßene Deutsche sich der NSDAP zugewandt. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges organisierte die BIZ zwar nicht mehr die Treffen der Zentralbankiers, aber sie führte im Namen der Finanzstabilität weiterhin Ausgleichszahlungen auch zwischen alliierten und faschistischen Ländern durch. In der Tradition von Hjalmar Schacht, der in einer Veröffentlichung der BIZ 2007 groß abgebildet ist, sind mehrere Unterstützer Hitlers Leiter der Bank für internationalen Zahlungsausgleich geworden. Walter Funk, Emil Puhl, Hermann Schmidt und Kurt von Schröder. Werden Sie jetzt akzeptieren, wenn unsere Politiker Ihnen mit tränenfeuchten Augen sagen: Oh, es tut uns so leid, aber wir mussten Ihre Ersparnisse zur Rettung des internationalen Bankensystems heranziehen. In diesen schwierigen Zeiten ist es alternativlos. Wir brauchen doch alle unsere Banken, nicht wahr? In Wahrheit gibt es, genau wie in den 30er Jahren, sehr wohl eine Alternative. Das Glass-Steagall-Gesetz, welches Roosevelt 1933 durchsetzte, bedeutet auch ein organisiertes Insolvenzverfahren, allerdings geleitet durch ein Prinzip: das Gemeinwohl zu retten und zu entwickeln. Um das zu schaffen, müssen wir die Finanzoligarchie und ihre Kreatur, das fiktive Kapital, auslöschen. Das bedarf einer strikten Trennung zwischen Kredit- und Einlagenbanken, die staatlich geschützt werden, und Investmentbanken, die wir ohne Reue untergehen lassen. Das ist der Kampf, den wir weltweit führen. In Amerika trägt die Mobilisierung unserer Freunde in der LaRouche-Bewegung Früchte. Fast 80 Abgeordnete haben den Gesetzesentwurf HR 129 für die Wiedereinführung von Glass-Steagall von Roosevelt unterschrieben. Und im Senat gibt es zwei ähnliche Gesetzesvorlagen. In Frankreich hat bisher kein Abgeordneter den Mut gehabt, unsere Gesetzesvorlage aufzugreifen.
Kein Wunder, werden Sie sagen. Die sind alle korrupt. Nun, das ist noch ein weiterer Grund, den Rechner auszuschalten und selbst aktiv zu werden.